Willkommen zu dieser Einführung in den Betrieb des BR Class 484 Elektrotriebzuges. Während dieser Einführung werden wir die folgenden Prozeduren durchgehen. Starten und Anhalten des Zuges sowie das Ein- und Aussteigen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Der Führerstandstürknopf muss. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Schalten Sie den Generalschlüssel auf Entriegelung. Die Zugzielanzeige und die Zuglichter zeigen den Fahrgästen an, dass dieser Zugdienst betriebsbereit ist. Stellen Sie die Zugzielanzeige auf Right St. John's und aktivieren Sie die Zuglichter. Gut gemacht. Stellen Sie nun den Richtungswender auf Vorwärts. Der Richtungsschalter steuert die Fahrtrichtung bei Stromzufuhr im Verhältnis zur Sicht auf die Fahrerkabine. Es befinden sich Knöpfe zum Öffnen und Schließen der Türen an jeder Seite des Führerstands. Jeder Knopf öffnet oder schließt die Türen auf der jeweiligen Seite. Drücken Sie die Türfreigabetaste für die entsprechende Bahnsteigseite, damit die Fahrgäste einsteigen können. Der Kombihebel ist in zwei Zonen aufgeteilt. Beschleunigen und Bremsen. Die Bremsenzone steuert die dynamische Bremse dieses Zuges an. Die Beschleunigenzone hingegen regelt, wie viel Leistung an die Fahrmotoren gegeben wird. Fahren Sie jetzt zum nächsten.
Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen abgedeckt. Sie können auch ein Handbuch erhalten, in dem alle Funktionen und Merkmale dieses Triebzuges erläutert werden. Die Isle of Wight Strecke ist mit TPWS-Baken ausgestattet. Mehr Informationen über TPWS können im Handbuch gefunden werden.